Hallo zusammen, ich habe heute verschiedene Regler dabei. Wir fangen mit dem einfachen an, den gibt's China Direct bei uns jetzt ab 20 Franken. Das ist ein PWM-Regler. Dieser PWM-Regler ist ein Standardregler und der schaltet einfach das Solarpanel ab, wenn die Batterie voll ist. Der zweite Regler ist auch ein PWM-Regler, ist für 10 Ampere ausgelegt und kostet 40 Franken und hat noch eine kleine Anzeige. Das montiert man sich dann schön oben an der Türe und die Batterie irgendwo 5 Meter weg. Und dann kann der eigentlich die Spannung, der kann nicht sauber regeln, der regelt viel zu früh ab, aber nicht wegen dem Regler, sondern weil die Leitung zu lang ist. Dieser Regler hier, wenn ich diese zwei Panel nehme, 200 Watt Panel, die bringen theoretisch 200 Watt, wenn ich aber so einen PWM-Regler drin habe, dann bringen die zusammen vielleicht 150 Watt, dann ist schon relativ gut, das sind dann um die 10 Ampere, die ich hier reinkriege. Ich gehe in den oberen Bereich, das ist ein Victron-Regler, da kann ich mit Blue alles Mögliche einstellen und verstellen. Ich habe sogar den Verdacht, dass dieser Regler und unsere Batterien sich nicht vertragen. Ich kann es aber nicht beweisen, aber wir haben bei vielen Problemen mit dem Bluetooth, die stören sich, wenn solch ein Regler verbaut ist. Ein anderes Thema, und dieser Regler liegt irgendwo bei 150 Franken und übers Handy kann ich nachschauen, was die Leistung bringt. Dieser Regler hier, das ist mein Favorit. Ich habe jetzt den seit 3 Jahren getestet, mehrere Kunden getestet. Wir haben den jetzt am Lager. Ich kann liefern. Es sind mehrere hundert Stück hier. Der hier ist mit Ringösen und hier mit der Sicherung auf der Plusleitung, so dass ich keine Absicherung mehr brauche. Die einen sagen, ich brauche keine Absicherung, ich kann hier direkt auf die Batterie fahren, aber wenn irgendwas am Kabel passiert, dann habe ich hier eine Sicherung drin. Eine Sicherung ist eine Sicherheit. Oder bei uns auf die Batteriebox gibt es den gleichen Stecker wie die Batteriebox, so kann ich Plug and Play Stecker fertig direkt einstecken. Das wäre dann der Regler. Hier kann ich auch so ein Kabel montieren, das kostet aber wieder Geld. Ich brauche auch eine Sicherung. Außer der hier, der hat sie unten drin. Also ich habe hier 20 Franken, 40 Franken, eher 150 Franken. Und dieser Regler mit einem 5 Meter Kabel dazu liegt bei 80, das Kabel kostet 20, also kostet dieser Regler 60 Franken. Und er kann alles, was nötig ist, der holt 30% wie der auch aus dem Solarpanel raus. Und bei schlechtem Wetter ist hier eigentlich noch mehr rauszuholen. Ich verlinke euch am Schluss ein Video, wie man den Regler hier anhängt, beziehungsweise die PWM-Regler. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.